weißt du eigentlich, wie ein Tornado entsteht? Ja. Soll ich es dir erklären? Ja, gerne. Dann pass gut auf. Stell dir einfach vor, wir sind in den USA. Dort gibt es die Rocky Mountains und den Golf von Mexiko. Dazwischen liegen die Great Plains. Wenn jetzt kalte Luft von den Rocky Mountains und warme Luft vom Golf von Mexiko aufeinander trifft, gibt es dort einen Zusammenstoß. War's das schon? Nicht ganz. In den Great Plains steigt warme Luft auf und kalte, schwere Luft bricht teilweise zusammen. Diese Kaltluft wand sich in einem Schlauch nach unten. Im Austausch steigt sofort warme Luft nach oben. In der Höhe entsteht durch Kondensation Gewitterwolken. Die aufsteigende Luft wird beschleunigt und in Rotation versetzt. Im Trichter entsteht ein Tiefdruckgebiet. Dieser Trichter ist bei dem Berühren des Bodens ein Tornado. Er rotiert nun so lange, bis der Innen- und Außenbereich sich angepasst haben. In Kombination mit Tornados gibt es oft Hagel, Sturm und Starkregen. Sie richten mit Geschwindigkeiten von 150 bis 510 km/h schwere Schäden in Stadt und Natur an. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt weiß ich endlich, wie ein Tornado entsteht. Das habe ich doch gerne gemacht.